Herzlich willkommen bei Physio Insight. Schön, dass du da bist. In den nächsten Minuten wirst du mit der Hilfe der progressiven Muskelentspannung eine geführte Reise durch deinen Körper machen, um dich vollkommen zu entspannen. Für diese Entspannungsübung ist es besser, wenn du dich hinlegst. Suche dir jetzt einen angenehmen Ort, an dem du ungestört bist und dich wohlfühlst. Drücke am besten auf Pause und richte dir deinen Ort so ein, wie es für dich am besten ist. Damit du beim nächsten Mal direkt loslegen kannst, haben wir dir einen Link zum Start der Entspannungsübung in die Infobox gestellt. So kannst du die Einleitung überspringen. Bitte lege dich auf eine bequeme, aber nicht zu weiche Unterlage. Die Beine haben ein wenig Abstand zueinander, die Füße fallen locker nach außen. Die Arme liegen dann etwas abseits vom Körper mit den Handflächen nach oben. Lasse dich ganz vertrauensvoll fallen. Kein Muskel ist angespannt. Gehen Gedanken durch deinen Körper, spüre jeder Verspannung nach und versuche dich völlig fallen zu lassen. Liegst du bequem? Ja? Sehr gut. Atme einige Male tief ein und aus. Spüre den Atem in die Nase einströmen. Fühle, wie sich beim Einatmen die Bauchdecke hebt. Bei jedem Ausatmen lässt du dich etwas tiefer in die Entspannung fallen. Sage dir, ich mache jetzt meine Entspannungsübung. Ich bin mit meiner Aufmerksamkeit ganz bei der Übung. Beginnen wir mit der progressiven Muskelentspannung. Bitte bedenke, dass du die Muskeln nicht so stark anspannst, dass es weh tut. Spanne die Muskeln nur so fest an, dass du es als anstrengend empfindest. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem rechten Arm. Wie fühlt sich der rechte Arm im Vergleich zum linken Arm an? Wie fühlt sich die rechte Hand im Vergleich zur linken Hand an? Nun ballst du deine rechte Hand zur Faust und spannst gleichzeitig alle Muskeln des rechten Armes an. Beuge dazu den rechten Arm ein wenig. Halte die Anspannung. Spüre die Anspannung im ganzen Arm, aber atme normal weiter. Mit der nächsten Ausatmung löst du die Anspannung im rechten Arm und der rechten Hand. Fühle die fortschreitende Entspannung in deinem ganzen Arm und jedem Finger. Genieße den Unterschied zur Phase der Anspannung. Geh mit deiner Aufmerksamkeit durch den ganzen rechten Arm bis in die Fingerspitzen hinein. Was fühlst du in der Entspannung? Ein Kribbeln? Wärme? Leichtigkeit, Schwere, Kälte. Es ist auch gut möglich, dass du gar nichts fühlst. Dein rechter Arm ist jetzt ganz entspannt. Geh nun mit deiner Aufmerksamkeit zum linken Arm. Wie fühlt sich dieser im Vergleich zum rechten Arm an? Nun ballst du die linke Hand zur Faust und spannst gleichzeitig alle Muskeln des linken Armes an. Beuge dazu den Arm ein wenig. Halte die Anspannung.
Der Rest des Körpers ist nicht angespannt. Atme normal weiter. Mit der nächsten Ausatmung löst du die Anspannung in Arm und Hand. Fühle die fortschreitende Entspannung in deinem ganzen Arm und den Fingern. Erfreue dich am Unterschied zur Phase der Anspannung. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit durch den ganzen linken Arm bis in die Fingerkuppen hinein. Fühle die tiefe Ruhe, die sich in deinem linken Arm ausbreitet. Beide Arme sind jetzt ganz entspannt. Wandere nun mit deiner Aufmerksamkeit zum Kopf. Spüre einige Atemzüge lang in dein Gesicht hinein. Fühle deine Stirn, Kopfhaut, Nase, Wangen, Lippen, Zähne, Kiefer. Nun spannst du dein ganzes Gesicht an, runzle die Stirn, kneife die Augen zusammen, krümme die Nase. Ziehe den Mund auseinander und drücke die Zähne fest aufeinander. Halte Anspannung im ganzen Gesicht. Spüre in die Anspannung hinein. Mit der nächsten Ausatmung entspannst du dein Gesicht, deine Stirn, Nase, Lippen, Unterkiefer. Spüre, wie sich die Entspannung im ganzen Gesicht ausbreitet. Dein Gesicht ist frisch durchblutet und vitalisiert. Fühle, wie sich auch die ganze Kopfhaut entspannt. Dein ganzer Kopf ist vollkommen entspannt. Du kannst nun mit deiner Aufmerksamkeit abwärts zu Nacken, Schultern und Brust wandern. Spürst du hier schon Entspannung? Oder kannst du irgendwo noch Verspannung ausmachen? Wie verhält sich dieser Bereich zu den schon entspannten Armen oder dem Gesicht? Fühlst du hier Unterschiede zwischen den Körperregionen? Dreh den Kopf nun nach rechts, bis du ein Ziehen im Nacken spürst und neige das Kinn zur Schulter. Spüre die Anspannung in Hals und Nacken. Halte die Anspannung. Mit dem nächsten Ausatmen kommst du langsam mit dem Kopf wieder zur Mitte. Verweile hier einen Moment. Nun drehe den Kopf ganz nach links und neige wieder das Kinn zur Schulter. Halte und spüre die Anspannung. Komme langsam mit dem Kopf wieder zur Mitte zurück. Die Entspannung strömt in deinen Hals und Nacken. Nehme das sich ausbreitende, angenehme Gefühl wahr. Jetzt kommen wir zur Schulter und zur Brust. Ziehe deine Schultern nach unten und hinten. Halte die Anspannung. Strenge dich ruhig ein wenig an. Lasse nun wieder los. Ziehe nun deine Schultern nach oben zu den Ohren. Halte die Anspannung. Strenge dich auch hier
ruhig ein wenig an. Und lasse nun wieder los. Zieh als letztes deine Schultern nach vorne Richtung Decke. Halte die Anspannung. Dann lasse wieder los und entspanne Schulter- und Brustbereich. Lass die Schultern einfach fallen. Wandere mit deiner Aufmerksamkeit durch deine rechte Schulter zu deiner linken Schulter, zu deiner Brust. Fühle das wohlige Gefühl der Entspannung. Vertiefe die Anspannung mit jedem Ausatmen. Nun gehe weiter zum Rücken. Fühle die Wirbelsäule. Spüre die Rückenwirbel und versuche auch den unteren Rückenbereich zu erspüren. Nun ziehst du kräftig die Schulterblätter zurück, bis ein Hohlkreuz entsteht. Spanne den Rücken an und übertrage die Anspannung auch auf den unteren Rücken und den Bauch. Halte die Anspannung kräftig. Merkst du, dass die Anspannung beim Einatmen größer ist als beim Ausatmen? Dann entspanne wieder Rücken und Bauch. Genieße das wohlige Gefühl. Bleibe achtsam. Wandere konzentriert mit deiner Aufmerksamkeit durch deinen Rücken und deinen Bauch. Und erspüre, ob sich noch irgendwo Anspannung finden lässt. Mit jedem Ausatmen vertieft sich die Entspannung. Nun wandere weiter runter zum Gesäß und zum Becken. Wandere fühlend durch diesen Bereich. Dann spannst du kräftig deine Gesäß- und Beckenmuskeln an. Halte die Anspannung. Dann lasse los. Entspanne dein gesamtes Gesäß und dein Becken. Löse auch noch die letzte Anspannung auf. Entspanne dich mit jeder Ausatmung etwas tiefer. Wandere nun mit deiner Aufmerksamkeit zu deinen Beinen und Füßen. Spüre zunächst wieder, wie sich deine Beine und Füße anfühlen. Vergleiche das rechte Bein mit dem linken. Gibt es Unterschiede? Geh mit deinem Vergleich runter bis zu den Fußsohlen. Dann beginne mit der Anspannung wieder im rechten Bein und Fuß. Spanne deinen rechten Oberschenkel, deinen Unterschenkel und möglichst umfassend auch deinen rechten Fuß stark an. Krall dazu deine Zehen und streck den Fuß so weit wie möglich aus. Halte die Anspannung. Lasse die Anspannung mit der nächsten Ausatmung komplett los. Wandere geistig vom Oberschenkel bis zu den Fußspitzen und lass jede Anspannung los. Dein rechtes Bein wird ganz schwer und sinkt bei jeder Ausatmung etwas tiefer. Nun spanne dein gesamtes linkes Bein an, den linken Oberschenkel und Unterschenkel. Kralle die Zehen und streck deinen linken Fuß nach unten aus. Halte und spüre die Anspannung. Löse die Anspannung mit der nächsten Ausatmung wieder völlig auf. In deinem linken Bein breitet sich eine angenehme Entspannung aus. Dein linkes Bein ist bis in die Fußspitzen hinein wohlig warm und schwer. Mit jeder Ausatmung vertieft sich dieses Gefühl. Dein ganzer Körper ist nun vollkommen entspannt. Mit jeder Ausatmung gleitest du tiefer in die Entspannung hinein. Spüre diesem wohligen Gefühl nach. In deinen Füßen, deinen Unterschenkeln, deinen Oberschenkeln, deinem Gesäß, dem Beckenbereich, dem Bauch, dem Rücken
den Händen, den Unterarmen, den Oberarmen, der Brust, der Schulter, dem Nacken, dem Hinterkopf, der Stirn, den Augen, der Nase, den Lippen, der Kieferpartie. Fühle nun deinen ganzen Körper in tiefer Entspannung. Verweile mit deiner Aufmerksamkeit ganz im Hier und Jetzt und genieße diesen angenehmen Zustand. Die Übung ist nun zu Ende. Komme langsam wieder in deinem Körper an, atme etwas tiefer ein. Fange an, deine Arme und Beine zu strecken. Sage dir, ich bin nun wieder ganz erfrischt und erholt und freue mich auf den weiteren Tag. Willkommen zurück im Hier und Jetzt. Und vielen Dank, dass ich dich während dieser Entspannungsübung begleiten durfte. Gerne möchte ich dich noch dazu einladen, diesen Kanal zu abonnieren, denn hier bei Physio Insight findest du viele weitere geführte Meditationen, Traumreisen und andere tolle Hilfsmittel, die dir helfen, deinen Stress zu reduzieren und deinen Schlaf zu verbessern. Am besten aktivierst du die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button, so verpasst du kein weiteres Video von uns. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, um deine Gesundheit zu verbessern.